Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das 39. Lernvideo. Es geht nochmal und ein letztes Mal um das eindimensionale Riemann-Integral. Und es ist das letzte Lernvideo, was für die Lernstudenten prüfungsrelevant ist. Okay, ich möchte dieses Video mit der Frage beginnen, ist diese Funktion, die Sie hier sehen, Riemann-integrierbar? Und dazu male ich erstmal den Funktionsgraphen hin. Das ist also Koordinatensystem auf. Und wir interessieren uns hier nur für den Bereich, für das offene Intervall 0,1. Und wenn man jetzt mal guckt, dann hat man hier eine Funktion, die wächst, wenn x hier nahe 0 ist, wächst die monoton. Und geht gegen plus unendlich, das heißt, die wird vielleicht so aussehen. Außerdem stellt man fest, dass dieser Ausdruck hier symmetrisch ist bei 1,5. Ne? Wenn ich hier diesen Punkt x an 1,5 spiegle, dann bekomme und an dem gespiegelten Punkt die Funktion hier auswerte, bekomme ich denselben Wert. Das heißt, die wird so aussehen und die geht auch gegen unendlich, wenn wir uns der 1 nähern. Das ist also die Funktion. Und die Frage ist, ist die Funktion Riemann integrierbar? Das bedeutet, wenn wir die Funktion außerhalb von 0,1 durch 0 fortsetzen, kriegen wir dann eine auf R Riemann integrierbare Funktion. Und die Antwort ist nein, denn die Funktion ist unbeschränkt, die Sie hier sehen. Und damit kann sie nicht Riemann integrierbar sein. Was man aber sich trotzdem fragen kann, ist folgendes, wenn wir uns den Epigraphen ansehen, also die Fläche, die hier unter dem Funktionsgraphen liegt, ich schreibe hier die Fläche hier, hat diese Fläche einen endlichen Flächeninhalt? Die kann man sich stellen, die Frage. Und wenn sie sowas hat, dann könnte man auch einen Integralbegriff in dieser Situation rechtfertigen. Und wir werden sehen, dass das möglich ist und der richtige Begriff ist das sogenannte uneigentliche Riemann-Integral. Und man darf den Begriff nicht verwechseln mit uneigentlichem Integral, denn das war ja die Menge aller Stammfunktionen. Das uneigentliche Riemann-Integral ist was anderes. Da ist es uneigentlich so zu verstehen wie beim uneigentlichen Grenzwert. Und die Idee, die hinter dem Begriff steht, kann ich hier an dem Bild schon erklären. Wenn Sie hier ein kompaktes Intervall nehmen in 0,1 und die Funktion auf das Intervall einschränken, dann haben Sie eine stetige Funktion auf einem kompakten Intervall und sowas ist Riemann integrierbar und Sie können diesen Ausdruck hier hinschreiben. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, was passiert, wenn wir die Intervallgrenze b gegen 1 schicken oder was passiert, wenn wir die Intervallgrenze a gegen 0 schicken? Gegen also die Intervallgrenzen des offenen Intervalls. Und dann stellt man zunächst mal fest, ja, weil man hier immer über was Nicht-Negatives, über was Positives sogar integriert, wird die Folge oder wird der Ausdruck der b auf dieses Integral abbildet, eine monoton wachsende Funktion sein. Und entweder ist das, was da rauskommt, dann für b gegen 1 konvergent oder eben nicht, oder konvergiert uneigentlich gegen plus unendlich. Und das gleiche gilt auch für den Fall, dass wir a gegen 0 schicken, da kriegen wir halt eine Monoton, ja, also auch eine Monotonität. Und die Idee des uneigentlichen Integrals ist nun zu sagen, wenn es so ist, dass der Grenzwert für b gegen 1 existiert und für a gegen 0, dann nennen wir den Grenzwert das uneigentliche Integral, Riemann-Integral dieser Funktion auf der Menge 0,1. Das ist die Idee hier. Und das wird in dieser Definition formalisiert. Die Definition ist in drei Teile gegliedert. Wir unterscheiden drei Fälle. Im ersten Teil schauen wir uns Intervalle, diese halboffene Intervalle dieser Bauart an, wo a eine reelle Zahl ist und b eine reelle Zahl oder plus unendlich auch sein kann. Im zweiten Teil werden wir analog uns den Fall ansehen, wo b eine reelle Zahl ist und a beispielsweise minus unendlich sein kann. Und im letzten Fall schauen wir uns auch Situationen an, wo wohl
sowohl a und b auch minus unendlich bzw. plus unendlich sein können oder eben reelle Zahlen und wir dann eine Funktion haben, die auf einem offenen Intervall definiert ist. Und die Idee der Definition, die hier vorkommt, ist in allen Fällen gleich. Okay, schauen wir uns erstmal den ersten Teil genauer an. Sei also a eine reelle Zahl und b reell oder plus unendlich und größer als a. Und wir schauen uns dann die Funktion an, die hier drauf definiert ist. Und wir nennen die Funktion dann uneigentlich Riemann integrierbar, wenn Folgendes gilt: Für jedes r in dem Intervall, in dem offenen Intervall, schauen wir uns die Restriktion an von f auf dieses kompakte Intervall. Und wenn die Restriktion Riemann integrierbar ist für alle diese r's und der Grenzwert r gegen b der Integrale existiert, dann nennen wir die Funktion f eben uneigentlich Riemann integrierbar auf dem offenen Intervall AB. Und der Grenzwert, der herauskommt, der wird eben so bezeichnet. Das ist dieselbe Notation wie beim Riemann-Integral. Und dieser Grenzwert, den nennt man dann das uneigentliche Riemann-Integral von f auf dem Intervall AB. Okay, so im Teil B schaut man sich diese Situation an, wo a eben minus unendlich sein kann und b eine reelle Zahl ist. Und man geht genauso vor, sendet halt die untere Integrationsgrenze gegen a. Und das ist alles genauso definiert. Und im Teil C schaut man sich Funktionen an, die auf offenen Intervallen a, b definiert sind. Und hier dürfen a und b minus und plus unendlich sein oder auch nur einer dieser beiden Zahlen könnte minus oder plus unendlich sein oder beide Zahlen sind reell. Das ist alles möglich hier. Und was man hier eben machen kann, wenn man eben so eine Funktion hat, die auf so einem offenen Intervall AB zerlegt ist, dann kann ich eine Zwischenstelle C finden und dann dieses halboffene Intervall aufschreiben als die Vereinigung dieses offene Intervall schreiben als die Vereinigung von zwei halboffenen Intervallen. Und für diese Intervalle ist man dann in Teil A und B der Definition. Also, wir nennen dann so ein f auf AB eben uneigentlich Riemann integrierbar, falls wir so eine Zwischenstelle C finden können, sodass die Restriktionen auf diese beiden Teilintervalle uneigentlich Riemann integrierbar sind, in dem Sinne, in dem wir es schon definiert hatten. Und wir definieren dann das uneigentliche Riemann-Integral von f auf ab als die Summe der uneigentlichen Riemann-Integrale auf ac bzw. cb. Gut. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Dann wird es klar, was gemeint ist. Wenn wir zwei reelle Zahlen haben und ein f auf einem kompakten Intervall Riemann integrierbar ist, dann gilt Folgendes: Wenn wir das Riemann-Integral von f auf dem Intervall rb uns ansehen, dann können wir das schreiben als das Integral von a nach b über f. Das ist wohl definiert, das ist ein normales Riemann-Integral minus das Integral von a nach r über f. Das ist auch ein normales Riemann-Integral. Und wenn wir jetzt r gegen a schicken, dann sehen wir, dass der Anteil gegen 0 geht. Das bedeutet, dieser Grenzwert hier ist einfach durch das ganz stinknormale Riemann-Integral von f auf dem abgeschlossenen Intervall AB gegeben. Und genauso gilt es, wenn wir die obere Intervallgrenze von r gegen b schicken. Und das bedeutet, dass eine Riemann-integrierbare Funktion auf dem abgeschlossenen Intervall AB auch uneigentlich Riemann-integrierbar ist auf den offenen Intervall AB oder auf dem halboffenen Intervallen AB. Das heißt, die uneigentliche Riemann-Integrierbarkeitsbegriff verallgemeinert in diesem Sinne die Riemann-Integrierbarkeit. Gut, dann der zweite Punkt ist interessanter. Wir schauen uns ein f an, das auf diesem halboffenen Intervall definiert ist. Und es ist gerade die e hoch minus x. Die Funktion hier ist stetig, aber sie hat keinen kompakten Träger und ist damit nicht Riemann integrierbar. Die Funktion hat aber eine Stammfunktion und die Stammfunktion ist gerade minus e hoch minus x.
Und mit der Stammfunktion kann man jetzt die Integrale hier ausrechnen. Das Integral von 0 bis r von e hoch minus x. Ich kann hier den Hauptsatz der Differential-Integralrechnung verwenden und sehe, das ist also minus e hoch minus r minus minus e hoch minus 0. Das ist also diese Differenz. Und wenn wir hier r gegen unendlich schicken, dann sehen wir, dass dieser Ausdruck gegen 0 geht. Und das heißt, diese Summe geht gegen 1. Und damit haben wir gezeigt, dass diese Funktion f, also e hoch minus x, Riemann integrierbar ist auf dem Intervall, uneigentlich Riemann integrierbar ist auf dem Intervall und das uneigentliche Integral ist gerade durch 1 gegeben. Ja, ein anderes Beispiel. Hier schauen wir uns x hoch Alpha an. Und Alpha ist ein Exponent in R. Und wir schauen uns x hoch Alpha zunächst mal das Integral von x hoch Alpha auf dem Intervall R1 an, wobei R strikt positiv ist. Auf dem Intervall R1 ist x hoch Alpha eine stetige Funktion auf dem kompakten Intervall R1. Und damit können wir das Riemann-Integral, das hier steht, ausrechnen, mit Hilfe, zum Beispiel mit Hilfe der Stammfunktion, die eben hierdurch gegeben ist. Falls Alpha größer als minus 1 ist oder falls Alpha kleiner als minus 1 ist. Bleiben wir mal in dem Fall Alpha größer als minus 1. Da haben wir die Stammfunktion. Wir müssen die an den Grenzen hier Differenzen ausrechnen und dann kommt eben dieses hier raus. Und wenn wir jetzt hier das r gegen 0 schicken, dann sehen wir, dass hier r hoch Alpha bis 1 steht. Das heißt, der Exponent ist größer als 0, strikt größer als 0. Und r hoch irgendwas, was strikt größer als 0 ist, konvergiert eben für r gegen 0 gegen 0. Das ist ja dann eine stetige Funktion in der 0. Und das heißt, der Grenzwert für r gegen 0 ist 1 über Alpha plus 1. Das heißt, für Alpha echt größer minus 1 ist x hoch Alpha uneigentlich Riemann integrierbar auf dem Intervall 0, 1. Und das uneigentliche Integral ist dieses hier. Wenn jetzt Alpha echt kleiner minus 1 ist, dann ist die Rechnung bis hierhin erstmal genau dieselbe. Aber jetzt stellt man fest, dass hier der Exponent von r negativ ist. Und das heißt, r hoch Alpha plus 1 geht dann gegen minus unendlich, wenn r gegen 0 geht. Da muss ich also minus unendlich hinschreiben. Und damit ist x hoch Alpha bei Alpha kleiner 1, minus 1 nicht uneigentlich Riemann integrierbar auf dem Intervall 0, 1. Wie sieht es aus, wenn Alpha gleich minus 1 ist? Dann ist die Stammfunktion der Logarithmus. Man rechnet den Ausdruck aus und stellt fest, bei r gegen 0 geht das gegen minus unendlich. Geht das gegen plus unendlich und hier habe ich mich auch versprochen, da kommt plus unendlich raus, weil ja das hier negativ ist. Okay, auf alle Fälle im Fall Alpha gleich minus 1 geht das gegen plus unendlich, genauso wie im Fall Alpha kleiner als minus 1 und wir sehen, dass in den beiden Fällen die Funktion eben nicht uneigentlich Riemann integrierbar ist auf 0, 1. So, jetzt kann man das gleiche Spiel auch machen von 1 bis r, für r gegen unendlich. Hier sollte r also jetzt größer 1 sein und wir wollen uns die Frage stellen, ob x hoch Alpha uneigentlich Riemann integrierbar ist auf dem offenen Intervall 1 plus unendlich. Und man rechnet hier genauso wie hier oben und stellt fest, mit denselben Argumenten, wenn Alpha größer ist als minus 1, ist man nicht uneigentlich integrierbar. Wenn Alpha gleich minus 1 ist, ist man auch nicht uneigentlich integrierbar. Aber jetzt, wenn Alpha kleiner als minus 1 ist, ist x hoch Alpha uneigentlich integrierbar auf dem Intervall 1 unendlich. Hier ist es auch nochmal zusammengefasst. Und dann stellt man fest, ja, wenn wir jetzt das Intervall 0 unendlich ansehen möchten, dann stellen wir fest, wir finden einfach keinen Exponenten Alpha, sodass bei der Singularität bei 0 oder bei der Singularität bei unendlich gleichzeitig die Funktion uneigentlich Riemann integrierbar ist.
Und deshalb ist x hoch Alpha eben nicht niemals uneigentlich Riemann integrierbar auf dem Intervall 0 unendlich. Ja, und mit dem letzten Beispiel sind wir am Ende von dem Lernvideo. Bis zum nächsten Mal.